Hey, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part Summoner's War. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und nun viel Spaß. Und somit begrüße ich euch zu einem weiteren Summoner's War Video. Und zwar schauen wir uns gleich das Event an. Aber das ist nicht alles heute, wie man wahrscheinlich im Titel unschwer erkennen kann. Möchte ich heute auch mit euch ein bisschen über die Account-Reviews reden. Denn ich glaube, also ich sehe es so derzeit an manchen Videos, die Bewertung angehen, dann Kritikpunkte und so ein Kram. Die nehme ich mir auch alle sehr zu Herzen. Aber ich muss mit euch da gleich erstmal drüber reden. Aber dazu kommen wir gleich. Machen wir erstmal den guten Teil und danach kommen wir so eher zum schlechten Teil. Aber wir fangen einfach mit dem Event an. Und zwar ist ab heute, also für euch gestern vermutlich, ich weiß nicht genau, wann ich den Part hochlade, aber ich schätze mal für euch gestern, das Neujahrs-Glückskisten-Event aufgetaucht. Ja, neues Event. Und ich muss sagen, ich bin sehr abused von diesem Event. Ja, aber dazu kommen wir gleich mal drauf ein. Denn ich muss sagen, so ein Event gab es zu meiner Zeit noch nicht. Also seit ich Summoner's War spiele, gab es so ein Event noch nicht. Finde ich auch cool. Also ich muss sagen, es gibt ja so Spiele, die wiederholen einfach nur ihre Events. Dann gibt es halt auch so Spiele, die sich auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Finde ich echt geil. Aber gut. So, Neujahrs-Glückskiste-Event. Teste dein Glück. Sammle Schlüssel und tausche sie gegen Glückskisten ein. Es gibt verschiedene Belohnungen aus der Glückskiste. Genau, also. Wir haben ja hier, das war glaube ich Tag 1, das ist jetzt Tag 2, genau, wie man sieht, ich habe ja auch schon ein bisschen was gemacht. Und zwar ging es darum, auf Tag 1, das war glaube ich für euch gestern, morgen, weil es hat um 9 Uhr angefangen, das Event, was auch schon sehr merkwürdig ist. Ich glaube, die Events, die fangen alle immer erst so gegen Mittag an oder so. Also wir müssen pro Tag, so gesehen, unsere Sachen, also sprich Szenario, die Mana-Steine, die Arena und das Monster aufwerten. Oder Monster oder Runen aufwerten. Monster oder Runen aufwerten? Haben die das geändert? Ich meine, da wäre nur Runen aufwerten gewesen, aber okay. Das wird immer täglich erhöht, wie man sieht. Tag 2 sind es jetzt schon, du musst 50 Mal Szenario machen, musst 200.000 Mana ausgeben, musst 30 Mal Arena spielen und 30 Mal Runen oder Monster aufwerten. Beim dritten Tag sind es dann schon 300.000, habe ich jetzt auch schon fertig. Dann 50 Mal Arena, das wird also immer erhöht, wie man sieht. Und hier fängt an, ab hier fängt was anderes an, sehe ich gerade. Ah, guck mal, ab 6 fängt es dann was anderes an. Man sieht es nur ganz schimmerhaft, aber man erkennt es. Hier zum Beispiel, da musst du die Kairos Dungeon 50 Mal machen, verwende 30 Kristalle, was ein bisschen nervig ist, weil man keine Kristalle wiederkriegt, außer halt, man nimmt die Geldkiste, glaube ich. Aber dazu kommen wir gleich. Dann für eine tägliche Missionen und so ein Kram. Und dann benutze Freunde eine Monster. Aber es wird jetzt schon gewertet. Das ist halt das Coole daran. Das so im Prinzip gab es schon mal. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Also ist auf jeden Fall interessant. Es sieht auf den ersten Blick immer viel aus, aber ist es, glaube ich, am Ende gar nicht. Wenn man bedenkt, dass man jetzt schon anfängt, es zu machen. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist auf jeden Fall geil. Und die Belohnungen sind halt, man kann sich aussuchen, ja, was man halt denkt, was ist am besten. Also man, also jetzt rein, ob, also so na, rein logisch gedacht ist es halt Schriftrolle, ne? Weil man, wenn man guckt, da können MS drin sein, Elemental Scrolls, Beschwörungssteine, sagen wir mal, wenn das jetzt so ist, was in der Kiste sein kann. Ich weiß nicht, was da wirklich dran sein kann. Kann man da draufklicken? Nee. Vielleicht steht das hier noch irgendwo. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Steht das hier noch irgendwo, was da drin sein kann? Das sind hier irgendwie tägliche Bonusmissionen für diejenigen, die alle 10 Missionen abgeschlossen haben. Okay. Aber ich glaube, man, es steht hier nicht drin, oder steht das hier unten, aber ich glaube nicht, was in den Dingern drin sein kann. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir nehmen gleich die Schriftrolle, was hier abgebildet ist. Also in der ersten kann nur Energie drin sein, in der Geldkiste kann Mana-Steine und Kristalle drin sein und in der Schriftrolle kann halt MS, Elemental Scrolls und Beschwörungssteine drin sein. Nehme ich jetzt einfach mal von an, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ist auf jeden Fall cool. Also das ist das, ja gut, es kommt am Ende dabei raus, was jetzt wirklich da drin ist. Wenn du jetzt so 5 Kristalle da rauskriegst, ist das natürlich ein bisschen lasch. Und 10.000 Mana oder sowas. Energie kommt drauf an, wie viel Energie da draus bekommt. Wenn da jetzt 100 Energie oder 50 Energie rauskommt, ist nice. Aber wenn es dann nur 20 sind, dasselbe mit der Schriftrolle. Wahrscheinlich kann da halt eine MS drin sein, aber die Frage ist, wie viel sind die Beschwörungssteine? Sind es nur 2, sind es 5, sind es 10? Das ist jetzt, das finden wir gleich heraus.
Ansonsten erhalte verschiedene Belohnungen entsprechend der Anzahl der von dir verwendeten Schlüssel. Sprich hier nochmal, wenn je nachdem wie viele Schlüssel du eingegeben hast, bis 100. Am Ende gibt es halt einen Devilmon, dann gibt es noch ein paar Regenmon, Kristalle, MS und nochmal 50 Energie. Also das ist eher so. Also der Devilmon ist immer nice, sollte man sich immer mitnehmen, wenn es möglich ist. Vor allem jetzt auch bei Anfängern ist es immer, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, das Ganze wirklich zu absolvieren. Bei einem, der halt schon im Endgame ist, der rattert das alles eben durch. Aber am Anfang sind zum Beispiel 100.000 Mana ausgeben ein bisschen schwieriger. Ja, oder halt 10-mal Arena. Na gut, außer man kackt halt auf seinen Rang, aber so halt, ne, so nach dem Motto halt. Oder, naja, ist halt ein bisschen anspruchsvoller für Anfänger. Bei Endgame-Spielern ist es easy peasy. Aber man sollte es auf jeden Fall mitnehmen. Devilmon ist immer nice to have, in jeder Hinsicht, auf jeden Fall cool. Und, ja. Das ist auf jeden Fall das Event. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach jetzt mal die Schriftrolle. Ich habe, glaube ich, 10, 14 habe ich, genau. Ich habe ja gerade hier diese, die habe ich ja gerade eingesammelt. Die habe ich schon wieder vergessen. Und mal gucken, was kommt dabei raus? 50 Beschwörungssteine. Okay, das ist krass, Mann. Ich weiß nicht, ob das immer 50 sind, aber 50, das ist krass. Aber ich schätze mal, das ist so, weil... Ich meine, 50 Beschwörungssteine sind jetzt in meinem Falle sehr gut, weil ich ja immer noch auf der nächste Woche hier auf die Rotation auf Lucian hoffe. Aber ich würde sagen, das ist so ein Ausgleich, weil man darf ja nicht vergessen, wenn du jetzt nur 10 Beschwörungssteine kriegst, kannst du kein Monster beschwören. In dem Falle ist das natürlich so wegen einer MS. Bei einer MS kannst du Monster beschwören, bei den Elemental Scrolls genau dasselbe. Deswegen ist das auf der Hinsicht wahrscheinlich so ein bisschen ausgeglichen, dass du immer 50 Beschwörungssteine gibt, ist auf jeden Fall logisch. Ist auf jeden Fall logisch, deswegen lohnt sich schon. Kommt drauf an, was man lieber hat. Also ich sag mal so, Schriftrolle ist immer verlockend, weil ich meine, das ist so bei mir zum Beispiel der Grund gewesen, warum ich Summoner's War überhaupt angefangen habe zu spielen, weil mir dieses Beschwören am meisten Spaß gemacht hat. Da habe ich gestern auch noch mit einem Abonnenten drüber geredet und bei mir war es halt so, ich habe das Spiel überhaupt erstmal angefangen, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat. Energie ist zum Beispiel cool, wenn du gerade am Leveln bist oder wenn du gerade, sagen wir mal, ein geiles 5-Star oder irgendwas gezogen hast, was du leveln musst. Warum nicht? Kostet auch nur 5 Schlüssel, ist ja noch okay. Geldkiste, Mana-Steine, Kristalle. Ich weiß halt nicht, wie viel da rauskommt. Wenn wir jetzt sagen, da kommen 100 Kristalle raus, dann ist schon wieder die Überlegung wert, dann wird sich das mehr lohnen. Es kommt halt immer drauf an, wie viel da jetzt rauskommt. Das können wir jetzt nicht wirklich... Kann ich irgendwas schnell machen? Eigentlich würde ich es auch ungern machen. Aber... Fürs Video würde ich es tun, aber ich schaffe da jetzt gerade nichts schnell mal eben zu machen. Nee, leider nicht. Aber mal gucken. Vielleicht hat es ja einer von euch benutzt. Dann kann das mir ja wahrscheinlich sagen. Weil das interessiert mich selber. Und Schriftrolle, gut, ne? Ich schätze mal, das ist das Verlockendste. Deswegen kostet es auch 10 Schlüssel. Also so gesehen, einmal komplette Daily-Mission. Ist logisch, ne? Klingt logisch, ist auch so. So, nun dann natürlich noch nice to have hier diese Zwischenbelohnungen. Immer mitnehmen, vor allem Devilmon kann man immer gebrauchen. Man hat immer Monster, was man wahrscheinlich aufwerten will. Zum Thema Devilmon habe ich auch mal ein Video zu gemacht, ist aber auch schon sehr alt. Deswegen, ich tue es mal nicht, vorschlagen, es anzugucken bezüglich, wie man Devilmons richtig benutzt und so ein Kram. Nee, das ist zu alt. Also, nee, tue ich jetzt mal nicht Werbung für machen, so gesehen. So. Okay, Leute, ich lege jetzt mal mein Tablet von der Hand. Also für die Leute, die es jetzt nicht weiter interessiert, ich rede jetzt hauptsächlich nur noch um die Account-Reviews und um, wie es mit den Account-Reviews jetzt weitergeht. Ja, also, ansonsten, also für die Leute, die es jetzt nur auf das Event-Review gesehen haben, die können jetzt ausschalten, mehr kommt jetzt erstmal nicht. Für die Leute, die jetzt noch Account-Review und noch eine zusätzliche Anmerkung, aber es steht wahrscheinlich im Titel, also es wird was über Account-Reviews kommen und noch eine weitere Ankündigung, worüber ich jetzt mal ganz kurz mit euch sprechen möchte. Ich glaube, der Part ist so der bestgeeignete. Wir können ja nebenbei, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit dieses dumme Ding da mache, wir können ja nebenbei ein bisschen Food leveln. Dann hat man wenigstens ein bisschen was zu gucken. Dann würde ich das im Stream oder so machen. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier, weil ich ganz gerne mit euch reden möchte. Und zwar fange ich jetzt einfach mal mit den Account-Reviews an. Das ist nämlich so mit die schlechtere Nachricht. Und zwar, im letzten... war es der letzte? Ich meine, der letzte Account-Review. Ich meine, ich habe ungelogen jetzt in den letzten Tagen... In den letzten Tag, es war gestern. Gestern habe ich fast 8 Account-Review-Anfragen bekommen. Ich war mega happy darüber.
Bin ich immer noch, weil ich finde das mega cool, dass Leute Account-Reviews von mir gerne haben wollen. Und das ist etwas, was mich sehr freut. Ich finde es auch mega krass, wie das derzeit sich entwickelt auf meinem Kanal. Aber das kommt erst in der Jahresrücksprache, weil da rede ich dann nochmal und wahrscheinlich sehr ausführlich. Also es wird so eine reine Hörspiel wahrscheinlich. Das ist jetzt so ein Teaser, kann man sagen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal die letzten zwei Account-Reviews beobachtet. Beziehungsweise ich müsste mir alle nochmal am besten durchgucken, um nochmal ein bisschen genauer darauf einzugehen. Ich habe gemerkt, dass es wird natürlich jetzt populärer mit den Account-Reviews. Das habe ich gestern schon gemerkt durch die Anfragen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht woher, aber das freut mich auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch darum, ums Negative, worüber ich jetzt auch hauptsächlich reden möchte. Und zwar das Negative ist, ich meine, es gab einen Kommentar, der hat mich daran auf jeden Fall, ich sag mal in Anführungszeichen, zweifeln lassen. Meine Account-Reviews sind hauptsächlich dafür da, um euch zu helfen, vor allem Anfängern. Bei etwas Fortgeschrittenen habe ich natürlich selber ein paar Probleme, da es bei mir halt selber der Fall ist, da ich selber eher so der Midgame-Spieler bin. Ich bin jetzt kein G3-Pro-Könner-Spieler. Dafür habe ich sehr viele Abonnenten, die in der Liga sind, sage ich mal. Ja. So, meine Account-Reviews sind nicht alleine dafür da, dass ich euch Hilfe gebe. Deswegen bin ich meiner Community, die sich jetzt so in den laufenden Monat ungefähr so angesiedelt hat, sehr, sehr dankbar. Weil es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich, diese Account-Reviews zu machen, hätte ich diese Community nicht. Denn diese Spieler, die halt weitaus besser und höher und sich viel mehr auskennen in diesem Spiel, helfen den Leuten genauso wie ich. Und das, also wenn ich was nicht weiß, ergänzen sie mich oder sie tun noch weitere Sachen vorschlagen, was man machen kann. Und das sind Sachen, wo ich sehr dankbar drüber bin. Denn es ist nicht selbstverständlich. Ich meine, in manchen Hinsichten, ist das automatisch, aber nicht in meiner Größe ist das nicht selbstverständlich. Ich bin kein großer Summoner's War-Spieler auf YouTube. Ich bin noch einer der kleineren und deswegen ist das noch mehr, ja, wie soll ich das sagen? Es ist unverständlich, dass Leute sowas machen, weil sie müssen es nicht machen. Ja, und deswegen bin ich so dankbar diesen Leuten. Denn dass ich nicht die Ahnung von allen Monstern haben kann, ist alleine daher verständlich, dass ich selber gerade mal im Midgame bin. Ich kann euch die Informationen weitergeben, die ich selber besitze. Und dann die Leute, die halt in diesem Falle, sage ich jetzt mal als Beispiel, G1-Spieler sind, haben natürlich weitaus mehr Erfahrung in diesem Spiel als ich. Und die Leute ergänzen mich dann in den meisten Fällen. Deswegen sage ich auch immer, haltet die Augen auf in den Kommentaren. Denn ich weiß, dass es Leute gibt unter meinen Abonnenten, die noch Tipps zusätzlich geben. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Beispiel. Im letzten Account-Review war eine Camilla. Ich habe gesagt, dass ich von Camilla keine Ahnung habe und ich mich bei Camilla nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, sprich keine Fehlinformationen geben möchte, da dieses Monster ein sehr gutes Monster ist. Und wenn man es falsch runt, ist es wahrscheinlich sogar noch unnützer, als wenn ich sage, ja, rune so und so und so, aber es ist komplett falsch. Warum sollte ich dann eine Fehlinformation weitergeben, wenn ich weiß, dass so gesehen meine Community, wofür ich immer noch sehr dankbar bin, wahrscheinlich mehr über dieses Monster weiß als ich. Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso informierst du dich nicht darüber? So, das ist der Punkt, wo komme ich jetzt gleich am Ende zu. Natürlich kann ich mich über jedes Monster, das ihr habt, euch erkundigen, wo ich keine Ahnung von habe. Klar kann ich das machen. Das Ding ist nur, es frisst Zeit. Ich bin derzeit so auf dem Punkt, dass ich alle 2 bis 3 Tage ein Account-Review machen muss. Ansonsten häuft sich's zu doll an. So, jetzt stellt euch mal vor. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das, wie gesagt, das letzte Account-Review.
der Besitzer dieses Accountes hatte sehr viele 5-Stars, sehr viele 6-Stars. So. Dann, wenn, jetzt tut euch mal rein rechnerisch denken. Ich informiere mich über jedes Monster nochmal, bevor ich dieses Account-Review mache. Ja, oder beziehungsweise über die Monster, wo ich überhaupt keinen Plan von habe. Wie jetzt zum Beispiel Camilla. Oder ein Retash Kuma. Das sind so Monster, von denen habe ich einfach keine Ahnung, weil ich sie selber nicht benutze und ich mich nie mit diesen Monstern auseinandergesetzt habe. So. Ja, das sind jetzt zum Beispiel so Beispiele. So, dann stellt euch mal vor, ich müsste mich über jedes Monster noch einmal informieren, um euch sagen zu können, wie man es macht. Ja, wie lange schätzt ihr? Würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wie lange ihr schätzen würdet. Würde es dauern, dieses Account-Review fertigzustellen, wenn ich mir über jedes Monster nochmal zusätzlich Informationen sammeln würde. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben, wenn ihr sagt, es würde einen Tag dauern, seid ihr falsch. Es wird weitaus länger dauern. Denn man muss noch zusätzlich beachten, dass YouTube nicht mein Job ist. Ja? Sprich also, ich verdiene nichts mit YouTube, ich verdiene nichts mit meinen Videos, gar nichts. Ich habe zu Hause Frau und Kind, die auch Verpflichtungen haben. Ja, so, plus Arbeit. Ja, also, ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass, wenn ich das so machen würde, wie es dieser Kommentar gerne hätte, der es damals geschrieben hat, beziehungsweise in dem letzten Account-Review, könnt ihr gerne nachgucken gehen, würde ich einen Account-Review in der Woche machen. Ja? Nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt einer, der weiter fortgeschritten ist. Sagen wir mal einer, ich spiele das Spiel jetzt schon seit 3 Jahren oder so, habe auch die Ahnung von allen Monstern, ja, kenne mich komplett damit aus und alles und was weiß ich. Wobei ich mir sogar denke, bei Summoner's War kennt sich keiner hundertprozentig aus. Es würde hundertprozentig sein, dass selbst die erfahrensten Spieler nicht die Ahnung von jedem Monster hat, verwette ich mit euch, weil dieses Spiel entwickelt sich stetig weiter. Ja, ich wette mit euch, wen nehmen wir denn? YDCB wird euch nicht hundertprozentig sagen können, wie man die ganzen Paladinen zu ruhen hat, hundertprozentig safe, so und so, und den benutze da und da und der, scheiße, wette ich mit euch nicht. Ich wette mit euch, das funktioniert, das weiß er selber nicht, wette ich mit euch. Nur ein Beispiel, ist keine Kritik, ist einfach nur logisches Denken. Ja. So. Deswegen werde ich das jetzt so machen für die Leute, die jetzt die Account-Reviews angefordert haben und wo ich auch zugestimmt habe. Die werde ich auch weiterhin machen. Ich werde auch weiterhin Account-Reviews machen. Aber es wird jetzt länger dauern, bis ein Account-Review kommt. Denn ich werde es jetzt so machen. Wie ist dieser Account von mir vorgeschlagen? Also wie er es gerne hätte, sagen wir es mal so. Ja, ich informiere mich, ich schaue mir euer Account an, schaue mir eure Monster an, guck mir an, wo ihr da Hilfe braucht, was man verbessern kann, informiere mich über jedes Monster meinetwegen, so gut es geht, sagen wir es mal so. Ja, und werde dann erst das Video aufnehmen. Und das wird dauern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es ist nicht böse gemeint, aber anscheinend, ist das besser, weil ich ein schlechter Spieler bin, beziehungsweise ein schlechter Videoproduzent, kann man das so sagen. Ich nehme Kritik zu Herzen, wie man sieht, ja? Also ich nehme es wirklich zu Herzen und ich gehe auch darauf ein. So, die Frage ist jetzt, beziehungsweise warum sollte ich das machen? Sagen wir mal so, ich lasse euch entscheiden. Ich werde hier jetzt eine Umfrage einblenden. Und zwar wird sie da oben sein, da wird ein Ausrufezeichen sein. Wollt ihr, dass ich ein Account-Review pro Woche mache? Und dann wirklich mich komplett mit den Monstern auskenne, so gesehen, die ihr habt. Mich mit jedem Monster. Ich meine, es wird früher oder später sowieso so sein, dass ich alle Monster im Kopf habe. Sprich, es wird am Anfang nur so sein. Es tut mir halt richtig leid um die Leute, die jetzt ein Account-Review angefordert haben. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier einen, der jetzt nächste Woche drankommen würde. Ja, so. Und dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die länger darauf warten müssen. Beziehungsweise vielleicht wartet der Erste jetzt länger und dafür dann der Vorletzte nicht mehr länger, weil er fast dieselben Monster hat und ich diese Monster halt jetzt im Kopf habe.
Ja, kann sein. Also es wird am Anfang wahrscheinlich sehr lange dauern, hinterher wahrscheinlich nicht. So. Ah, warte mal. Aber also war auf jeden Fall, ich mache da oben eine Umfrage, wie gesagt, wie ihr es gerne hättet. Entweder hättet ihr es gerne, dass ich mich wirklich über die Monster hundertprozentig auskenne. Dann mache ich das so, dass vielleicht einmal ein Account-Review pro Woche kommt. Sagen wir mal jeden Mittwoch, so als Beispiel. Oder wir machen es so, dass ihr mithelfen könnt. Sprich, dass die Community noch zusätzlich Tipps geben könnt. Dann werden die Account-Reviews halt, sagen wir mal so, auf 2 bis 3 Mal die Woche kommen. Ja, kommt halt dann drauf an. Dann erweitere ich mein Wissen so gesehen mit euch. Weil ich bin nicht derjenige, der alles vom Spiel weiß. Ich bin, wie gesagt, selber Mid-Game-Spieler und kann nur die Informationen weitergeben, die ich selber besitze. So. Das ist so der Fall. Dann muss ich nochmal ganz kurz ergänzen. Jetzt fragen sich vielleicht viele, warum bietest du dann überhaupt die Account-Reviews an, wenn du so gesehen keine Ahnung hast? Ich sag mal nicht, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Ich habe wahrscheinlich mehr Ahnung als manch anderer. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der die mega krasse Erfahrung hat in diesem Spiel, weil ich selber das Spiel gerade mal seit einem Jahr grob spiele. So. Was wollte ich sagen? Genau. Wieso bietest du die dann überhaupt an? Ja, jetzt überleg mal. Wie viele Summoner's War Let's Player gibt es? Mir fallen jetzt spontan 4 Deutsche ein. Ich rede jetzt nur von den Deutschen. 4 Deutsche fallen mir jetzt spontan ein. Fünf fallen mir spontan ein. So. Es gibt einen, der hat sich auf was komplett anderes bezogen. Und dann kommen die Leute, die weitaus weiter sind im Spiel, aber auch weitaus populärer sind vom Kanalverhältnis her. Und da dauert es natürlich ewig, bis man, wenn man überhaupt ein Account-Review kriegt, Internet weg. bis man es kriegt. Und die meisten wollen nicht so lange warten. Deswegen biete ich es an. Und bei mir wartet man nicht so lange. Und ich gebe mir mehr Zeit als manch anderer YouTuber. Ich kritisiere jetzt keinen YouTuber oder so, aber ich gebe mir halt ausgiebig Zeit. Ja, ich mache keine 10 Minuten was soll ich denn sagen jetzt? Ich bin halt einer, ich nehme den ganzen Account auseinander, sag ich mal. Ich nehme den komplett auseinander. So, die anderen, die sagen, ja, wo brauchst du Hilfe, da helfe ich dir 10 Minuten, bin ich durch. So, das ist für mich kein Account-Review. Ich möchte, wenn ich ein Account-Review mache, den Kanal komplett auseinandernehmen. Das ist für mich ein Account-Review und dafür nehme ich mir Zeit. Das ist ja, denke ich mal, nicht... Nö, kann man sich ja denken. Deswegen... Es ist euch überlassen. Wie gesagt, ich passe mich an. Ich passe mich in der Hinsicht gerne an. Kann man so machen, kann man aber auch so machen. Aber ich gehe auf Kritik ein. Ja, ich bin einer, der geht auf... Kritikfähig ist bei mir so ein Ding, aber ich gehe auf die Kritik ein und versuche auf jeden Fall auf die Kritik, einen Kompromiss zu finden, sag ich mal. Ja, und deswegen frage ich euch, weil ihr gehört zu der Community, ihr gehört zu meinem Kanal, ja, und deswegen finde ich, dass eure Meinung sehr wichtig ist. So, das war zum Thema Account-Reviews. Ich hoffe, dass das ein paar Leuten erreicht, die vor allem jetzt auch Account-Reviews haben wollen und beziehungsweise, was sie halt davon halten und so. Wie gesagt, da oben wird eine Umfrage sein. Das nächste, was ich jetzt nochmal ganz kurz anspreche, ich werde dazu wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, aber ich kriege immer die Bitte, es anzusprechen, deswegen mache ich es jetzt noch einmal. Ich glaube, im BK, in den Belagerungskampf, habe ich das auch kurz angesprochen. Ich, wie gesagt, spreche es nochmal ganz kurz an. Und zwar war die Frage, dass ich, ob ich nicht eine eigene Gilde aufmache. Weil es gibt ein paar Leute, die dann gerne mit rein wollen würden, wenn ich die Gilde, also wenn wir halt so gesehen so eine kleine Gilde aufmachen, sage ich mal. Wer hätte denn Interesse jetzt von euch, egal, ich sage jetzt mal, egal welches Level, egal wie weit ihr im Spiel fortgeschritten seid, in diese Gilde zu kommen. Die Gilde hat jetzt so gesehen noch keinen Namen. Es ist jetzt mehr so eine Idee, sage ich mal, ja. Also derjenige, der mitmachen würde, wäre zum Beispiel mein jetziger Gildenleiter. Der würde mitkommen. Dann ein Abonnent, bei dem ich mir auch jetzt sicher bin, der auch mitkommen würde. Der ist so ein C3G1-Bereich, so grob, sage ich mal. Also er weiß, kennt sich auch schon ein bisschen mit dem Spiel aus. Und dann noch ein paar jetzt von der jetzigen Gilde. Halt die aktiven Leute nehmen wir auf jeden Fall, also ein paar von denen nehmen wir auf jeden Fall mit. Und halt Leute, Kollegen, sage ich mal, die man so kennt. Die werden halt mitkommen. Und dann noch ihr, also
ihr würdet da mitkommen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich sag mal, Level und so ist wie gesagt erstmal egal. Spielfortschritt ist jetzt auch erstmal irrelevant. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie viele überhaupt mitkommen würden. Wenn ich zwei Abstimmungen machen kann, wird da oben jetzt auch nochmal eine sein. Ich weiß nicht, ob man zwei Umfragen machen kann. Ich meine aber schon. Wenn ja, dann gibt es da oben jetzt noch eine Umfrage bezüglich Gilde. Ob ihr mitkommen wollt, was ihr von der Idee hält und ob ihr daran Interesse habt. Ja, und am besten wäre auch ein Kommentar, da ich weiß, wer ihr seid, wenn ihr Interesse habt mitzukommen. Gut, ich würde sagen, ja gut, kann ich das Farmen jetzt, soll ich das noch durchlaufen lassen? Weil theoretisch gesehen bin ich durch. Hab mich jetzt ein bisschen ausgelassen, hab jetzt nochmal was angesprochen, was ich ansprechen sollte. Das Event ist durch, so gesehen. Ich glaube, ich habe alles Wichtige erklärt, was ich erklären wollte. Also, ich mache jetzt nochmal ganz kurz eine Kurzfassung, solange hier das Gefute läuft. Account Review, ganz wichtig, was ihr da oben, was ihr davon hält, was ihr, mich würde mal interessieren, was ihr von der Gesamtsituation überhaupt hält. So von dem vom Kommentar selber bis hin, wie meine Sicht ist und was ihr lieber habt. Dieses, dass ich hundertprozentig weiß vom, von dem Monster aus oder ob ihr so gesehen Mitspracherecht, so in Anführungszeichen, Mitspracherecht haben wollt. Und mit der Gilde halt, ob ihr mitkommen würdet, ob ihr daran Interesse habt oder ob ihr sagt, nö, möchte ich nicht oder interessiert mich nicht, sowas halt. Aber wie gesagt, da oben ist eine Umfrage, einfach auf dieses Ausrufezeichen klicken und dann sind da wahrscheinlich zwei Umfragen und ein Video, weil ich ein Video immer rein tue, aber zwei Videos und ein Video und zwei Umfragen werden dann da wahrscheinlich sein. Ich glaube, wie gesagt, ich habe alles durch, ich meine ja. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.